Moin Leute, am heutigen Tag übernehmen wir den Job bei Aldi und zwar als Sicherheitsmann. Leute, herzlich willkommen zu einer Runde vom Supermarket Security Simulator und wir haben eine wichtige Aufgabe. Wir müssen gucken, dass die Leute hier nicht klauen. Guck ihn dir an, der sieht doch schon aus wie ein Verbrecher. Enrique, ja, scheinbar sind wir hier in einem spanischen Aldi unterwegs, aber ist kein Problem, hier gibt's alles, was wir wollen. Oh, ja. Oh, warte, der hinten läuft er. Wir müssen hinterher. Was hat er reingepackt? Einmal Toilettenpapier. Interessant, Enrique. Das Geile ist, wir können jetzt gleich... So, wir gehen hier vorbei. Ja, wir können gleich kontrollieren, ob Enrique auch tatsächlich nicht ein bisschen was eingesteckt hat. So, Fahrkarte prüfen. Ja, die Fahrkarte im Aldi, wer kennt's nicht, Alter. So, komm mal her hier. Überprüfen Sie den Kauf. Ja, aha. Einmal Papel Higienico. Ah ja, da liegt das auf dem Boden. Das ist richtig, ja. Sir, das finde ich gut. Registrieren. Ja, ja, ich muss sie kurz einmal abtasten. Ja, alles gut. Nee, ich lasse sie gehen. Ist ja alles in Ordnung. Sie haben das Toilettenpapier, das haben sie bezahlt. Und dann dürfen sie das auch behalten. So, ich schnapp mir mal meinen Knüppel und meine Handschellen. Ausgezeichnet. Und dann müssen wir wachsam sein. Guten Tag, hallo, herzlich willkommen bei Aldi. Was haben Sie da drin? Ein Donut? Wir müssen beim nächsten Kunden ein bisschen wachsamer sein. Weil wir können jetzt auch wieder nur seinen Einkauf überprüfen. Aber wenn wir ihn in Flagranti erwischen, das ist natürlich deutlich besser. Weil der kann sich ja auch so ein Donut in die Unterhose stecken oder so. So, überprüfen Sie den Einkauf. Ein Donut? Mhm, ja, der liegt ja hier unten. Ja, das ist in Ordnung. Nee? Ich werde sie trotzdem einmal abtasten. Doch, das geht. Ich darf sie abtasten. Ich bin der Kaufhauskorb. Ah, warte, der nimmt den Wagen mit. Nee, du darfst sie. Ey, hey, hier, das ist unser Wagen. Der wollte den Wagen klauen, der Kranke. Oh Gott, ich kann schlagen. So, warte mal. Hier, okay. Wie heißen Sie? Antonio El Cuartelio. Was? Antonio? Antonio! Antonio hat sich das in die Unterhose gesteckt. Jetzt noch eine Coca-Cola dazu. Oh, guck mal, der guckt sich um. Der klaut 100%. Ich kann nicht Antonio? Hallo? Antonio? Antonio? So geht das nicht. Antonio, ich muss dich leider verhaften. Oh Gott, nee, das wollte ich nicht. Ich dachte, du suchst nicht nach Eiern. Nur weil ich dich einmal abgetastet habe. Ich habe die nur kurz leicht berührt. Handschellen. Genau, bitte, okay. Doch, natürlich. Greifen. Okay. Bringen Sie den Räuber in die Zelle. Ei. Ah, das sind die Mitarbeiter des Monats. Schön. So, ab in die Zelle mit dir. Oh Gott. Oh, Antonio, das wollte ich jetzt nun wirklich nicht. Tut mir leid, Antonio. Warte. Ich öffne die Tür. Antonio. Nein! Oh, okay, oh, alles klar. Tut mir leid, Antonio. Das wollte ich nun wirklich nicht. Ich entferne die Handschellen und mache hier zu. So. Ja. Oh Gott. Sag mal, Antonio! Oh, hier ist wieder jemand. Oh, hier wird viel gekauft. Oh, was war das gerade? Entschuldigen Sie, ich möchte kurz überprüfen. Oh, was ist da geflogen? Gel de Bano. Ne, er läuft! Bleiben Sie stehen! Verbrechen holt sich nicht! Batz! Ich hab den Dieb! Ich hab ihn! So, du kommst schön mit! Nee, ich wiederhole, bleiben Sie stehen! Verbrechen lohnt sich nicht! Nein! Als ob ich hatte ihn doch schon einmal... Ja gut, dafür kann ich ja nichts. Jetzt muss ich auch selber pinkeln. Habe ich hier aus Versehen die Kameraperspektive geswitcht? Ist plötzlich so rangezoomt. Na toll, egal. Es ist eine gute Quote. Einen Verbrecher haben wir verhaftet. Der andere konnte flüchten. Das Gute ist aber... Oh, die Oma. Guten Tag, Oma. Ich überprüfe mal den Kauf hier. Was haben Sie? Limpia Cristalis. Ei. Oma, ich muss mal abtasten. Ei, Oma. Das ist nicht gut. Siehst du, ich habe keine. Ja, ich lass dich gehen. Ah, okay. Gut, Omi, mit deinem Rollator. Mein Opa hatte auch so einen Rollator. So, was machst du hier? Enrique, Alter. Nee, Antonio. Was hast du denn da für einen Kavenzmann da reingeschossen? Sag mal hier. Ah. Antonio, jetzt hör doch mal auf zu singen. Na toll. Nee, das mache ich definitiv nicht sauber. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, Antonio. Aber hier kann ich, glaube ich, gehen. Ja. Ich muss einmal Nummer 2. Oh. Ah. Ja. Oh. Ah.
Oh yeah, ich hatte gestern Chili con Carne. Oh yeah. Oh. Okay. Oder nochmal kurz Pibi. Ja, viel Gönnergy getrunken. Viel Gönnergy getrunken, ja. Ei. Mann, Antonio! Antonio, jetzt hör auf zu singen! Antonio! Ach Mann, Antonio, Alter. Ah ja, hier ist jemand. Antonio? Antonio, der heißt auch Antonio. Sag mal, ist das dein Zwillingsbruder oder was? Da werde ich jetzt direkt mal überprüfen. So, Antonio. Mhm. Oh ja, ja, ja. Oh, Antonio! Du, Antonio, nein! Zack, Alter! Den habe ich. Die Handschellen? Nee, ey, das sind die 2 Sekunden. Wie schnell soll ich den... Antonio! Oh Gott, entschuldigung, warum hat die Person kein T-Shirt an? Zack, jetzt. Switch. Nee, komm. Mach doch nicht diesen. Antonio, bleib stehen, es lohnt sich nicht. Nein! Antonio! Junge, wie schnell soll ich denn immer dann auf die Dingen switchen? Wenigstens singt hier Antonio nicht mehr. Ist Antonio geflüchtet? Naja, da singt Antonio. Ja, okay, Antonio. Alles. Ah, okay. Der Typ ohne T-Shirt. Okay. Kein Problem. Hey, whatever floats your boat. Aber eigentlich wäre so ein T-Shirt schon geil. Also, gibt es da nicht auch meistens so Regeln? Ich weiß, im Urlaub gab es immer Regeln im Supermarkt, dass man immer ein T-Shirt tragen musste. So, Mr. Oberkörper frei. Komm mal her hier. Überprüfen. Ah ja. Pingas. Eimer. Nee, alles gut. Siehst du? Ja, tu mir. Ich wollte das doch nur mal kontrollieren. Das ist doch mein Job. Ich mache hier nur meinen Job. Nicht mehr und nicht weniger. Ist noch jetzt müssen wir die letzten Kunden, die nochmal hier wirklich auf kurz knapp kommen. Aber die werden trotzdem kontrolliert. Guten Tag. Hallo. Ja. Einmal ein Donut. Oh! Xeng! Xeng, tu mir das nicht an, Mann. Xeng! Bitte. Bitte. Mann, meine Chefin macht mich fertig. Batz, jetzt. Diesmal schaffe ich's. Ja! Handschelle! Ich hab dich! Jawohl, greifen. Du kommst mit. Xau. Irgendwas ist mit Xau los. Aber ich hab Xau hier. Mann. Aber noch ein Dieb erwischt, das ist gut. 2 sind, glaube ich, entkommen. 2 haben wir. Jetzt hier müssen wir einmal Xeng. Xeng, Xau. Öffne Tür. Xau! Wo ist der Typ? Ich habe ihn verloren. Wo ist der? Hat er sich weggepackt? Scheinbar. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe auch keine Handschellen mehr. Das Blöde ist auch, der eine ist scheinbar geflüchtet. Da. Wo ist der? Wo ist Antonio? Ach. Antonio pennt, Alter. Antonio, hast du Xau irgendwo gesehen? Na, ich schließe mal lieber wieder die Tür. So, sind hier noch Leute? Wenn ich so die Gänge durchgucke, sehe ich niemanden mehr. Ah, warte, da ist Xau. Der hat sich irgendwie durch die Wand gebackt. Diggi, was machst du denn hier? Falsche Richtung. So, greifen. Ja, jetzt haben wir ihn endlich richtig. Ei, Xau. Hätte ich nicht gedacht. So. Einmal hier, Xau. Oh, tut mir leid. Sorry. Einmal öffne Tür. Dann Xau, greifen. Oh, ja, okay. Aber ich muss dir die Handschellen abnehmen. Weil die brauche ich wieder. So. Und den zweiten. Geiles Ding. Ja, hier sind immer noch Kunden im Laden. Leute, Paletto hat Feierabend hier. So. Arbeitsstunden 6. Peseten verdient 60. Bonus für neutralisierte Diebe. Bonus für gefangene Diebe. Geil. Strafe für die Durchsuchung einer Person, die nichts gestohlen hat. Sag mal, was? Ihr Sohn hat sich in der Schule mit einem Typen gestritten. Nachdem er mehrere Tage lang Beleidigungen und Schläge ertragen musste, ihr Kind hat sich entschieden, dem Tyrann die Stirn zu bieten, der sein Frühstück gestohlen hat. Ja, also ganz ehrlich, Entscheidung, kaufen Sie ihm ein Messer, damit er beim nächsten Mal besser vorbereitet ist. Das kann ich nicht machen. Seien Sie stolz auf ihn, sagen Sie ihm, denn Kämpfen sollte der letzte Ausweg sein. Als guter Vater müsste man natürlich sagen Sie ihm, denn Kämpfen sollte der letzte Ausweg sein. Oh, was? Und was ist noch passiert? Überspannung und Glühbirnen sind durchgebrannt. In ihrem Haus kam es zu einem Stromstoß. Ja, ich ersetze alle Glühbirnen. So, fertig. Ah ja, nächster Tag. Ah, Tag 2. Oh, endlich chillen. Feierabend. Leute, ich würde auch sagen, wir machen Feierabend für heute. Bei Aldi
War eine super Zeit als Sicherheitschef, aber ich glaube, ich bleibe dann doch lieber YouTuber. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne einen kleinen Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen, haut rein. Ciao, ciao.